Martin, schön, dich hier zu sehen. Hallo Vanessa, sind wir uns schon wieder im Zug? Ja, ich fahre ganz oft Zug, weil mit dem Auto steht man ja nur im Stau. Ja, vor allem die LKWs, ne? Wir müssen die LKW runterbringen auf die Schiene. Stell dir vor, wir haben nur 17% aller Güter auf der Schiene. Das ist wenig. Wir brauchen eine Verkehrswende, Mobilitätswende. Und das gilt auch für die Stärkung hier im öffentlichen Personennahverkehr. Aber ein ganz großes Thema ist ja zurzeit die Zukunft der Autos. Viele Autofahrer und Autofahrerinnen sind verunsichert. Wie siehst du das? Oh Gott, der Dieselskandal war ja erst. Und wir brauchen Elektromobilität, vielleicht auch Wasserstoff. Wir müssen die Infrastruktur dafür schaffen. Ladestationen 15.000 wollen wir machen. Also auch da eine Verkehrs- und Mobilitätswende macht Sinn. Das sind gute Punkte, Martin. Aber so ein Zug ist auch ganz schön laut. Das stört sicherlich viele Anwohner, oder? Ja, Lärmschutz ist ein großes Thema. Da habe ich viel erreicht, auch im Wahlkreis. Da müssen wir weitermachen, um die Akzeptanz in die Schiene zu stärken. Aber wir brauchen genauso Barrierefreiheit, vor allem an den Bahnhöfen, für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, für Kinderwägen. Martin, das sind gute und wichtige Punkte. Du musst schon wieder los. Ja, ich muss los. Tschüss.